Das ist ein guter Mann. Sorry. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer nigelnagel neuen Ausgabe Bundesliga live auf Rugby TV. Hi. Hey Hi. Nils, du hier. Hi Ralf. Ja, hey. Das mit dem Baby war, das Fax ist 4 Minuten zu spät im Krankenhaus rausgekommen. Deswegen. Doch kein Baby da, deswegen mich jetzt hier. Verpflichtung gescheitert des Babys und mache ich weiter. Läufst du hier in Hamburg? Läuft hier in Hamburg, ist das. Das sieht so. Ja, schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Selbstverständlich haben wir neben dem fantastischen Trainer und dem unfassbar sympathischen, leider vom Karriereende bedrohten Ralf Gunesch auch einen weiteren Experten in der Runde. Herzlich willkommen, Tobias Escher! Ja, das ist das, ja, genau. Das war transfermarkt.de. Ja. Man muss vielleicht gleich dem neugierigen Zuschauer sagen, es sieht alles ein bisschen anders aus. Tatsächlich, ihr habt es gerade auch durchs Rüberschalten gesehen, wir sind nicht in unserem alten Studio, weil da wurde gerade gebaut. Deshalb mussten wir kurzerhand ins neue Studio. Ja. Also ins alte Neustudio. Also, was ich eigentlich sagen will, ist, das ist nicht unser normales Bundesliga-Studio. Und deshalb sieht es heute ein bisschen anders aus. Wir haben es aber versucht, so optisch hinzustellen, dass es euch fast nicht auffällt. Außer, dass wir unfassbar bleich aussehen. Wir sehen sehr bleich aus. Wo ist Guleo denn eigentlich? Guleo hat es nicht geschafft. Warum? Weil keiner Bock hat, ihn zu tragen. Das ist die Erklärung. Guleo hat es nicht geschafft. Das klingt so, wie als irgendwie ein Schiff geht unter und... Ja, Guleo hat es leider nicht geschafft. Guleo, wir mussten Guleo zurücklassen. Aber das ist beim Schiffsuntergang bestimmt, der saugt sich richtig voll, glaube ich. Stell dir mal vor, wie viele Liter Wasser in Guleo passen. Ja, überleg mal vor allem, wie viele Sitzplätze im Rettungsboot der einnimmt. Samson und Guleo prügeln sich um den letzten Platz. Aber man muss ganz kurz sagen, ja. Heute ist ja Deadline Day. Ich finde es ja super nervig, dass das so genannt wird. Ja, das ist so ein krasser The Deadline Day. Und bei Sky sind sie alle gelb und haben richtig Trailer dafür gemacht. The Deadline Day. Aber okay, heute ist Deadline Day von mir aus. Bis 18 Uhr mussten die Faxe dieser Welt verschickt werden für die letzten Transfers. Und ich habe eben selber noch aufgeregte WhatsApp-Nachrichten gekriegt von geneigten Eintracht-Fans, die mir gesagt haben, dass noch was verpflichtet wurde. Also tatsächlich ist jetzt in den letzten Minuten kurz vor Sendung noch viel passiert oder wie im Fall vom HSV vielleicht auch nicht. Genau, da sind wir gerade dran. Also wir haben einen vor Ort. Wer den Eingangsgag nicht so verstanden hat, es ist tatsächlich passiert, offensichtlich, Leute twittern das, dass der Spieler Sanogo von Young Boys Bern verpflichtet werden sollte vom HSV. Und ihr wisst das ja, bis 18 Uhr müssen die Papiere vorliegen und in Bern ist das Papier erst um 18.04 Uhr aus dem Faxgerät gerollt. Ist ja vielleicht Zeitverschiebung, 4 Minuten. Ja, das kann sein. Oder vielleicht, dass sich die Erdachse auch entgegen des Faxes gedreht hat. Und deswegen brauchte das länger. Frage ist sowieso, warum eigentlich noch Fax? Also wieso nicht Schallplatte? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Aber ich finde auch geil, ich stelle mir halt vor, wie cool der HSV ist. Ne? Also da ist dann der, wie heißt der? Herr Knebel. Der Herr Knebel, so, sag mal... Also 5 vor 6, sollen wir mal das Fax raushauen? Also lass mich da noch aufrauchen. Machen wir gleich 3 vor 6 und dann geht da so einer latscht so gemütlich hin. Piep, piep, wie ist nochmal die Vorwahl von Bern? Schiebt das Fax rein. So stelle ich mir das gerade vor, dass das so ganz relaxed dazu geht. Ich werde das sowieso nie verstehen, weshalb die alle, ob die von Sky bezahlt werden, um ein bisschen Dramaturgie reinzubringen. Ja, warum 5 Minuten vor Transferschluss? Ich meine, man hat doch so viel Zeit. Sind die völlig verrückt alle? Was ist wieder passiert? Oder was? Der Computer schaltet sich einfach aus. Computer schaltet sich aus. Ja, das kann auch ein Grund sein, dass der Computer sich ausgeschaltet. Jetzt stell mal vor, da wäre jetzt Nils Vertrag für... Für was? Atletico Madrid. Du hoffst ja immer noch. Atleti ist ein guter Verein. Du meinst aus Sicht des Spielers? Hm. Ja, hart. Ja. Also für den Spieler ist es natürlich richtig scheiße, weil... Damit das so weit kommt, müssen ja quasi die Gespräche schon komplett abgeschlossen sein. Deswegen geht dann ja nur noch um irgendwelche Unterschriften. Das heißt, dieser Spieler sitzt auf gepackten Koffern, hat schon seine Familie eingeschworen, hat gesagt, ab geht's nach Hamburg. Mhm. Und dann erfährt der Spieler, die Deppen haben das Fax zu spät abgeschickt. Also es ist nicht das erste Mal. Also das muss man dazu sagen. Das ist häufiger passiert schon in der Geschichte des Fußballs. Dir schon mal passiert? Nein. Jemanden, den du kennst? Nee. Ja, bei Choupo-Moting war es damals sein Wechsel, der vom HSV zum 1. FC Köln hat auch aufgrund des Faxgerätes nicht funktioniert. Aber vielleicht ist das auch so ein geflügeltes Wort, Faxgerät. Also dass das so ist, vielleicht, dass man sich dagegen entschieden hat, aber um Gesicht wahren zu lassen und nicht irgendwas noch in letzter Sekunde absagen zu müssen, dass man dann irgendwie das abschickt und dann sagt, ja, es war das Fax. Aber ja. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass ein professionell geführter Verein
wie der HSV. Aber dass dem das auch noch zweimal passiert, also das kann ich mir nicht anders vorstellen. Es war ja auch noch ein Fragezeichen in dem Tweet. Also ja, aber auf Transfermarkt steht es mittlerweile auch schon. Okay. Ja, also die jüngste Meldung Mopo schreibt auch, dass der Wechsel von Sanogo geplatzt ist. Man weiß nicht, vielleicht ist es ja auch so, fuck, das ist irgendwie das Gerät. Fuckgerät ja. Heißt in Wirklichkeit. Das ist das Fuckgerät, ja. Möglicherweise, man weiß es nicht, aber es ist jedenfalls Na gut, es könnte schlimmer kommen. Ja? Also es könnte, weiß ich nicht, ein Rucksack mit vertraulichen Informationen über den ja. Verein könnte irgendwo gefunden werden oder sowas. Ja. Da würde ich sagen, der HSV hat ja nicht mal alle Tassen im Schrank. Aber bis dahin, sage ich mal, alles im grünen Bereich. Ja, kann alles mal vorkommen. Na gut, wir warten aber ab. Das wird sicherlich geklärt werden. Du hast aber eine Sache schon angesprochen, bitte? Nils. Da möchte ich kurz drauf eingehen. Ja. Denn Transferschluss ist ja nicht für alle immer schön. Und ohne irgendwie jetzt polemisch zu sein oder so, in deinem Fall, haben du wir hast ja ganz, können wir das musikalisch, das was du jetzt sagst, ich musikalisch weiß nicht, ob wir da traurige Musik ein haben. Bisschen untermauern. Aber in deinem Fall, Ralf, ist es ja wirklich so, dass das für dich ja schon ein bisschen schade ist, weil du bis zum Schluss gehofft hast, vielleicht noch einen Verein zu finden. Oder? Kann ja, man was so heißt sagen? Was heißt gehofft? Also ich habe mich ja nachdem mein Vertrag ja ausgelaufen war, habe ich mich natürlich fit gehalten, weil ich einfach noch weiterspielen möchte. Und es ist ja in der Hinrunde so, kurz zu den Regularien. In der Hinrunde dürfen vertragslose Spieler jederzeit verpflichtet werden von Vereinen. So, und das ist jetzt in der Rückrunde nicht mehr möglich. Und ja, unterm Strich, dadurch, ich werde jetzt im September, werde ich 33. Ich denke, und dann bin ich ein Jahr aus dem Profifußball raus. Also dann werden noch weniger Vereine Schlange stehen und noch weniger als jetzt null. Aber gab es denn ist halt, um den Gedanken dann zu Ende zu bringen. Also es ist halt, ja, wenn man dann so aufs Datum schaut und sagt, okay, jetzt mit dem heutigen Tag wird es das wohl gewesen sein mit der aktiven Karriere, ist es schon, ja, es ist halt schwer zu verstehen, weil es das ist, was ich den größten Teil meines Lebens, wovon ich geträumt habe und was ich ausführen durfte. Und das ist jetzt quasi vorbei. Das ist, ja. Oh, Ralf, das ist, oh Mann. Das tut mir, das ist echt. Aber weißt du was, guck mal, du musst es mal so sehen. Du siehst das jetzt vielleicht nicht, aber in deinem Kopf kannst du dir das Bild malen. Karriereende, normalerweise sollte das vor 10.000 Leuten im Stadion stattfinden. Du siehst diese 10.000 Leute jetzt nicht, aber die 10.000 Leute sitzen am Bildschirm. Die sehen dich, die feiern dich und vor allen Dingen freuen die sich, dass dein Karriereende gleichbedeutend damit ist, dass du häufiger bei Bundesliga zu sehen sein wirst. Und damit machst du mindestens 10.000 Leute glücklich. Und das ist zum Beispiel mehr als ein ausverkauftes Stadion in Ingolstadt. In Ingolstadt. Weißt aber du? Sag mal, gab es denn eigentlich Gespräche? Oder, also ich meine, eigentlich kann es ja nicht überraschend jetzt gekommen sein, weil sonst hätte es ja schon im Vorfeld Gespräche, guck, da kommen die Herzen, sonst hätte es ja auch Gespräche gegeben. Warst du im Kontakt mit jemandem? Hätte theoretisch was passieren können? Es hätte tatsächlich was passieren können. Es gab so losen Kontakt schon die Hinrunde über. Leider ist es nie wirklich konkret geworden. Jetzt im Winter gab es noch mal ein, zwei Möglichkeiten. Aber die Anfragen haben mich gefreut, aber das war kein Profifußball. Das war nicht, es waren nicht die ersten drei Ligen. Also natürlich wird da unter sehr professionellen Bedingungen Fußball gespielt. Aber ich bin halt, du hast es jetzt so halb im Spaß gesagt, aber natürlich auch in einer Phase, wo ich mich auch ein bisschen um die Zeit danach kümmern muss. Und möglicherweise ergeben sich gerade so ein paar Möglichkeiten, wo ich dann vielleicht gesagt habe, okay, dann verzichte ich jetzt vielleicht auf 4 Monate noch irgendwo Fußball spielen. Aber versuche jetzt habe jetzt Pläne und versuche Projekte anzuschieben, die halt einfach auch langfristiger gehen. Weil das Leben ist halt nach der aktiven Zeit nicht vorbei. Ne? Ich habe noch ein paar Jahre Lebenszeit vor mir, hoffe ich. Und aber trotzdem, das ist, ich will jetzt auch nicht hier zu dramatisch werden oder so, aber es ist halt, wie schon gesagt, das, was du dein ganzes Leben, was du eigentlich geträumt hast, dann durftest du es tatsächlich umsetzen und leben. Und jetzt ist es halt so, gut, du wirst nie wieder in ein Stadion einlaufen und all so Geschichten. Dass ich kann euch jetzt stundenlang erzählen, was das bedeutet. Wenn du es nie gefühlt hast, dann ist es schwer, das nachzuvollziehen. Aber das ist ein komisches Gefühl. Ist sicher mit Sicherheit schwer, wenn dann irgendwann das Karriereende irgendwie nah ist. Ich glaube, das ist für jeden wahrscheinlich auch schwer. Für dich jetzt und dann für andere dann irgendwann, wenn es soweit ist. Gerade Fußball ist ja auch so,
wie du schon sagst, also ohne dass ich sie erlebt habe, aber du gehst ins Stadion, die Leute jubeln und so, du bist, es ist natürlich, du hast auch eine ganz besondere Form von Aufmerksamkeit. Das ist natürlich dann auch ein enormer Wechsel, sag ich mal. Es geht gar nicht so sehr um diese Aufmerksamkeit, aber dieses, ich meine, das habt ihr ja auch, ihr macht ja auch mit euren Sendungen ganz viele Menschen froh und glücklich und unterhaltet sie. Insofern könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen. Ihr wisst selber, wie es ist, auf der Tribüne abzugehen. Und jetzt sage ich euch, jetzt bist du aber derjenige, der da unten dafür verantwortlich ist, dass die Leute so abgehen. Dieses Gefühl ist halt echt wie eine Droge. So, das gibt dir halt so wahnsinnig viel. Nochmal, es geht nicht darum, dass du in der Zeitung bist oder dass dich einer nach einem Autogramm fragt, aber dass du mit dem, was du tust, Menschen glücklich machst. Und du, ihr wisst alle drei, wie glücklich man durch... Also ich weiß das nicht. Ich glaube, ich habe auch noch nie einen Menschen glücklich gemacht. Nein, aber du irgendwann weißt, wie es ist, als Fan Mal. Glücklich zu sein, weil deine Mann... Auch schon deine wenig, ja, ich deine auch weniger. Ich auch nicht, sorry, schlechte Beispiele. Ihr vielleicht habt ihr mal, vielleicht ist er ja, keine Ahnung, Bayern-Fan unter euch oder so, die können das nachvollziehen. Aber ja, Ralf, ich kann es trotzdem auch ein Stück weit... Also ich fühle dich, wie man so schön sagt. Ich fühle dich und... es tut mir leid, dass es nicht geklappt hat, aber wie gesagt, du hast hier eine neue Familie und alle jubeln dir zu. Ganz kurz noch, sowas wie die neuen Märkte in Asien ist für dich nicht interessant gewesen, China? Du wirst lachen, es gab tatsächlich im Sommer sowas ganz, ganz Entferntes, komplett andere, also so Australien. Richtung Thailand und so. Thailand? Nee, so Richtung Thailand. Aber ich bin halt auch kein Thailänder. Nein, bin ich nicht. Theoretisch könnte ich sogar noch bis Mitte März irgendwie in die USA wechseln. Du wärst dann quasi ein TIE-Fighter, weil du so ein Kämpfertyp bist, weißt du? Nein, also USA-Transfer ist offen, aber nein, das ist auch, man kommt nicht mehr so, also vor ein paar Jahren war es halt tatsächlich so, wenn du mal Bundesliga gespielt hast, bist du drüben sehr willkommen, aber mittlerweile ist der amerikanische Fußball selber so stark, dass sie wahnsinnig viele einheimische Spieler haben und natürlich sich die ganz großen europäischen Stars halt holen, wie jetzt ein Pirlo. Ja, das wäre ja eher so deine Spielweise. Pirlo? Ja. Pirlo-esque. Haben wir ja letzte Woche besprochen. Ja, das war meine Analyse. Gut, ich weiß ja nicht. Aber danke, Jungs, sagen. Dass ihr die paar Minuten geopfert habt. Das war nicht geplant, aber lasst uns doch jetzt. Ja, genau. Weil die Leute warten bestimmt auf. Nee, wir, guck mal, das ist nicht ein paar Minuten geopfert, sondern das ist das Karriereende eines sehr verdienten, sehr erfolgreichen, sehr beliebten Fußballers. Und für uns ist es eine Ehre, dass wir quasi, auch wenn es wehtut, jetzt kurz nach sechs, die Transferfenster sind geschlossen, dass wir mit dir zusammen dieses Karriereende, die ersten Schritte in dein neues Leben schreiten dürfen. Das hat uns sehr gefreut. Und ihr seid die Ersten übrigens. Die Ersten? Ja. Was? Das meine ich doch. Überhaupt wissen. Ja. Aber wir begießen das jetzt mit Mineralwasser aus Hoffenheimbechern. Nicht mal Sprudel gibt's für dich. Ja, komm, wir haben nämlich nicht so viel Zeit, weil wir haben nachher noch fantastische Gäste vom FC Inter Dragon, ein Verein, der vielleicht für dich interessant ist. Ist ein ganz spezieller Verein, wo die Community sozusagen bis hin zur Aufstellung alles mitentscheiden darf. Da haben wir später noch zwei fantastische Gäste. Vielen Dank. Jetzt wollen wir einmal noch mal über den vergangenen Spieltag reden. Wir kommen zur Spieltagsanalyse. Ist es abgestanden oder war da nie Sprudel drin? Das ist abgestanden. Du machst Scherze. Das hatte ich dahingestellt, als ich das letzte Mal hier war vor ein paar Wochen. Aber ist nicht schlimm, Wasser wird nicht schlecht. Schmeckt trotzdem. Ein bisschen, höchstens Salmonellen oder so. Jungs, ich muss ehrlich zugeben, aufgrund meiner privaten Situation konnte ich nicht alle Spiele sehen. Deswegen halte ich mich ein bisschen zurück. Kennen wir irgendwo her. Ja. Freitag. Mainz, ich habe gearbeitet. Gut für dich. Mainz gegen Gladbach. Mainz 1-0. Gegen Gladbach. Ich fange mal ganz kurz an. Ich habe es nämlich ausführlich am Freitag schon besprochen. Wie war das? 1-0, genau. Wie war das? Ja. Gladbach gut gespielt. Mainz besser gespielt. Zweite Halbzeit war Gladbach schon die bessere Mannschaft. Die hat größere Chancen gehabt. Allerdings haben sie an dem Tag einen wahnsinnig guten Torwart hindringen. Also Karius hat wahnsinnig viele Dinger richtig gut gehalten. Und die Gladbacher viel Aufwand, hat auch viel funktioniert, aber die Chancenverwertung, ich habe während des Spiels gehört, die zweitbeste Chancenverwertung der Liga, aber an dem Tag ging gar nichts. Ja, Karius Note 1,5 bei Spox. Ich habe ihn ja bei Comunio überragend gespielt. Da reden wir heute nicht drüber. Wir reden gleich noch über Comunio, weil du das beste Spielergebnis seit 4 Jahren hattest.
Allerdings hast du dich auch finanziell ein bisschen überhoben, ein bisschen wie der HSV. Hast Schulden? Also wer mir bei Mainz besonders gut gefallen hat, war der Baumgartlinger. Der eine Riesenpartie gemacht. Hast du den bei Comunio? Nee. Ich rede nicht über Comunio. Ach so. Nein, der war einfach cool. Ich habe das Spiel gesehen und ich fand, ich war sehr angetan von der Mainzer Vorstellung. Gladbach war auch nicht schlecht, aber die, da hat man vielleicht dann immer noch mal so ein anderes Anspruchsdenken oder so. Mainz war sehr dynamisch, sehr flink auf den Beinen, gut in den Zweikämpfen und ich fand den Sieg nicht komplett unverdient, muss ich sagen. Und ich habe mir auch den ein oder anderen Spieler von Mainz gemerkt, den ich vielleicht irgendwann mal für Comunio mir hole, der mir da sehr gut gefallen hat. Dieser Córdoba zum Beispiel, oder wie heißt der? Córdoba? Cordon Bleu. Cordon Bleu von im Sturm. Der war, der hat nur 20 Minuten gespielt, aber einen bleibenden Eindruck. Ich habe mir jetzt bei Comunio den, wie heißt nochmal der neue Linksverteidiger, irgendwas mit P? Von? Mainz. Busmann, Brosinski. Ach, Busmann. Busmann. Gibt es da überhaupt einen ohne Danke, B Tobi. In der Abwehr? Ja, du, ja, die haben nur Bs. Und ich hab, der war auch gut. Den habe ich mir gekauft. Wieso hast du nicht auf den geboten? Da bin ich sehr gewundert. Weil ich gerade 3 neue Verteidiger verpflichtet habe. Aber der war auch, den hatte ich auch auf dem Zettel. Der war gut, der hat mir auch gut gefallen. Ja. Der, und ich werde übrigens für Benjamin Hübner verkaufen müssen. Das tut mir leid. Der ich werde es ihm weitergeben, dass es dir leid Benjamin tut. Er hat nicht ein Tor geschossen als Innenverteidiger. Bist du gut befreundet mit Benjamin Hübner? Ja, schon. Ja? Kannst du mal fragen, ob er mir die Nummer von seinem Vater gibt? Ich hätte da mal ein paar Fragen. Ich möchte Empfehlungen. Ich möchte mal ein bisschen mit ihm reden, einfach. Tja, also ich hab da ein bisschen was gesehen von dem Spiel. Gladbach so ein bisschen in der, naja, ich meine, jetzt Krise ist schwierig, aber die haben letzte Saison so derbe Gas gegeben nach dem Trainerwechsel. Dann hast du auch erzählt, du hast ein bisschen Kontakte auch ins Umfeld nach Gladbach und hast gesagt, die waren so K.O., die Jungs. Dieser Spurt hat richtig Körner gekostet. Und jetzt nach der Rückrunde aber auch 2 Niederlagen. Dortmund, muss man sagen, sau stark gespielt. Einfach kann man verlieren. Jetzt gegen Mainz doch ein bisschen überraschend. Hat man so ein bisschen den Drive verloren, das Momentum verloren? Also grundsätzlich, das mit Dortmund hast du richtig analysiert. Da haben einfach 2 wahnsinnig starke Mannschaften gegeneinander gespielt. Dortmund ist, glaube ich, die in der Geschichte der Bundesliga der beste Tabellenzweite überhaupt. Mhm. Insofern, das Spiel kannst du halt verlieren. Das Freitag hat für mich auch ein bisschen was mit Pech zu tun. Also viel kannst du den Gladbachern nicht vorwerfen, bis auf die Chancenverwertung, weil sie haben gut gespielt. Du darfst aber nicht vergessen, es fehlen immer noch 5 Leute, ja, die unter Umständen eigentlich Stammspieler sind. Und allein wenn du die Namen Hermann und Hahn nimmst, die ja vorne für schnellen Offensivfußball stehen. Hahn mit seiner unglaublichen Schnelligkeit, Patrick Hermann mit seiner Kreativität. Auch das ist natürlich schnell. Etwas, was den Gladbachern schon fehlt und abgeht. Und ich glaube nicht, dass es eine Phase wird wie noch in der Hinrunde mit irgendwie 6 oder 7 Niederlagen in Folge. Ja. Aber der HSV kommt ja auch zeitnah, von daher kann das ja gar nicht sein. Aber es wäre aus Gladbacher Sicht schon schön, wenn man da jetzt eine Reaktion zeigt am nächsten Wochenende. Denn unglücklich verloren gegen Dortmund, unglücklich verloren gegen Mainz. Ja, das ist halt, unglücklich kommst du in eine Spirale rein und das wollen die bestimmt nicht. Mhm. Tobi? Ich bin jetzt nicht so auf der Unglücklich-Schiene, obwohl sie hatten die besseren Chancen später. Aber ich fand auch, dass sie ein paar Probleme hatten wieder im Sechserraum. Das hatten wir letzte Woche tief besprochen. Da war ja auch das Tor draus gefallen. Ich glaube, das war sogar ein Einwurf, ein eigener, wenn ich es richtig erinnere. Das sind dann Dinge, die natürlich den Unterschied machen. Tja. Ja, das stimmt, die Abstimmung gerade von Dahoud und Xhaka. Mhm. Gut, wenn, dann müssen auch beide auf dem Platz stehen, aber ist noch nicht so optimal. Bei Dahoud merkt man so langsam, klar, ein wahnsinnig guter Junge, aber du kannst auch nicht alles auf ihn abwälzen. Ich meine, der ist gerade 19. Dahoud? Ja. Ich glaube 20. Oder ist er schon 20? Aber ist auf jeden Fall sein erstes Jahr, kommt ja aus der Gladbacher Jugend. Mhm. Insofern. Bitte? Mit Nordfight und Stindl und dann Johnson so in dieser Achterrolle haben sie ja gespielt. Ja. Was mir jetzt aber auch nicht so gefallen hat. Also muss man schauen. Ja. Aber hast recht mit der Hut auf jeden Fall. Wir müssen mal weitermachen, sonst kommen wir heute nicht durch. Wir das sind schon 20 Minuten im Game. Was denn Hertha heute ist, da können wir zeitig hin zu Hertha. Dann können wir da ein bisschen was aufnehmen. Dortmund gegen Ingolstadt. Da haben wir, bevor die Kameras an waren, schon so ein bisschen drüber gesprochen. Das war für Ingolstadt ein bisschen unglücklich, ne? Ich habe ehrlich gesagt nicht viel gesehen. Ja, war eine bittere Niederlage, vor allen Dingen aufgrund von, auf jeden Fall 2 richtig krassen Fehlentscheidungen vom Schiri. Ein ganz klares Abseits von Aubameyang, was man halt auch mit bloßem Auge so relativ gut hätte sehen müssen. Und das andere war halt einfach mal ein Eigentor von Mats Hummels. Ein respektables Eigentor aus 40 Metern.
wo eigentlich, ja, das hätte, war eigentlich ein ganz normales, also Ganz normales Eigentor. Naja, es hätte auf jeden Fall zählen müssen, aber dann hat er es faul gekriegt. Und in der Zeitlupe hat man halt gesehen, also wenn du das als faul pfeifst, dann kannst du keinen Fußball mehr spielen. War schon mit viel Wohlwollen. War das faul? Ich verstehe, warum Mats Hummels sich aufregt. Das Problem ist, glaube ich, eins von der Linie. Einfach, weil der war ja in dieser ersten Halbzeit, war eine Szene, wo Hummels ja dann so ein Ding mal an der Grenze des Fouls selber gemacht hat. Also das war ganz kurz, wenn ich das aus Abwehrspielersicht sagen darf, das war von Mats clever gemacht, weil das sieht kein Schiedsrichter, konnte er auch nicht sehen. Klar, wenn du die Fernsehbilder siehst und in der dritten Wiederholung siehst du dann, dass er ihn hier am linken Oberarm im Fallen leicht runterzieht, was einfach reicht, damit der Stürmer den Ball nicht reinschießt, weil er selber schon so halb im Niedersinken war. Ja, und das andere, bitte bewertet ihr das. Ich nochmal, ich weiß, warum. Die Zeit der Neutralität ist vorbei, mein Freund. Herzlich willkommen im Club, ab heute bist du vor der Kamera. Ich weiß, was Hummels da reklamiert hat. Aber ja, da war schon sehr viel Wohlwollen des Schiedsrichters dabei, meiner Meinung nach. Was ich halt da sagen wollte, war, dass wenn du das eine pfeifst, musst du auch das andere pfeifen. Beziehungsweise wenn du das eine nicht pfeifst, musst du auch das andere nicht pfeifen. So. Deswegen, eins von beiden hätte man anders entscheiden müssen. Gut. Es ist keine klare Linie des Schiedsrichters dann mehr. Ja, und das mit dem was Etienne. Ich wollte Eddie sagen. Ja. Passt. Was Etienne sagte, oder Eddie, was ist dir eigentlich lieber? Haben wir das schon mal besprochen? Ede. Es wird immer weniger. Was der Experte neben mir? Etienne, dann war es Eddie, dann war es Ede, jetzt ist es Ed, irgendwann ist es nur noch E, oder? I. Was der Experte auf dem Sofa neben mir? Ja. Schon angesprochen. Du darfst mich nennen, wie du willst. Das ist stark. Ja. Danke. Nein, die Geschichte mit dem Elfmetertor. Weißt du, du betreibst 85 Minuten oder 80 Minuten einen Riesenaufwand, hast sogar Chancen zur Führung und kassierst dann durch so eine Geschichte des 0-1. So. Und nochmal, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext ich das gesagt habe, um gegen Mannschaften wie Dortmund oder Bayern zu gewinnen, brauchst du einen Tag, an dem alles passt. Genau, letzte Woche HSV Bayern, wo der HSV ja eigentlich auch gut gespielt hat. Und die Bayern vor Probleme gestellt hat. So hat Ingolstadt Dortmund vor große Probleme gestellt. Aber es muss alles passen. So. Und wenn an dem Tag halt der Schiedsrichter einmal unglücklich entscheidet, weil er es anders sieht, dann hilft dir das alles nicht. Weil dann macht das halt den Unterschied aus. Und unclever war es einfach von Dortmund, das Ganze dann auf der Leinwand zu zeigen. Also das, ja. Das Ding ist 85.000 sehen's, 22 Spieler sehen's. Und die drei Schiedsrichter sind halt die Volldeppen, weil jeder weiß, ja, das war jetzt falsch. Vor allem ist das. Aber zurücknehmen darf er es nicht. Eigentlich ist es auch verboten. Also Dortmund müsste da theoretisch noch eine Strafe sogar vom DFB bekommen. Also meines Wissens nach darfst du Tore wiederholen, ja, aber keine strittigen Szenen. Genau. Ja, aber der Punkt ist, in dem Moment, wo sie dann das Tor nicht wiederholen, weiß auch jeder, was los ist. Das ist ja das, was der Tuchel nach dem Spiel gesagt hat. Jeder Idiot mit dem Smartphone im Stadion weiß mehr als die drei Deppen auf dem Rasen. Also so hat er es formuliert. Ja. Aber wieso bei Dortmund spielen noch 11? Die drei. Das war ein witzig. Tut mir leid. Er macht manchmal solche Sachen. Ja. Ist nicht so schlimm. Gut, bin neu. Wir müssen mal ein bisschen hier Fahrt aufnehmen. Ja. Tobi, ich finde, du fängst jetzt mal an. Leverkusen gegen Hannover. Hannover wieder mit der Raute. Hatten wir auch letzte Woche so besprochen, dass die ja so eine sehr enge Raute spielen mit vier zentralen Mittelfeldspielern quasi. Leverkusen hat es gut kaputt gepresst in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hatten sie noch ein paar Probleme, da wirklich durchs Zentrum durchzukommen. Dann hat Çalhanoğlu sich besser eingebunden nach der Pause. Und es war dann vollkommen verdienter 3-0-Sieg. Mhm. Was hast du für Veränderungen bei Hannover gespürt? Die haben ja jetzt auch auf dem Transfermarkt einiges getan. Können wir gleich nochmal auf F5 drücken, mal gucken, was noch passiert ist. Haben den Trainer gewechselt. Siehst du da eine Entwicklung? Man scheint an dieser Raute festzuhalten, das war auch noch nicht so ganz klar, das wurde den Testspielen wurde auch mal öfters noch ein 4-2-3-1 gespielt, aber jetzt das zweite Spiel mit dieser Raute, mit zwei Stürmern vorne drin, Soloy und Almeida, und ich glaube, das ist der Weg, den man jetzt geht, auch gucken, ob man zu mehr spielerischer Stärke findet. Wir haben ja auch schon gesagt, Schafe waren immer ein Trainer, der defensiv anfällig war, und wenn dann ein Spitzenteam wie Leverkusen kommt und dann auch noch so eine zweite Halbzeit hinlegt, das ist nicht das Spiel, was Hannover gewinnen muss, um nicht abzusteigen, sagen wir es, wie es ist. Mhm. Da kommen die anderen Spiele, die sie gewinnen müssen. Ja, und wahrscheinlich dauert es auch eine Zeit, bis man sich einspielt, wenn du da vorne zwei neue Stürmer hast,
neues System, neuen Trainer. Ja. Ne, die Vorbereitung war jetzt auch für die Neuzugänge nicht besonders lang, also Automatismen fehlen. Es gab auch so 2-3 Szenen, wo Almeida hätte rüber noch stecken können für Solai oder umgekehrt, wo man dann weiß, okay, wenn die mal 5 Spiele gespielt haben, dann sieht man auch, dann weiß man auch, okay, mein Kollege steht da und ich kann da noch rüberspielen. Ja. Gut, möchte noch jemand von euch was dazu beitragen? Alles gesagt. Alle, das ist doof, wenn man Tobi zuerst dran nimmt, dann hat man nichts mehr zu sagen. Ja, das ist so. Gut, kommen wir zu Bremen gegen Hertha. Ich habe einen Witz gemacht. Kommen wir natürlich zu Augsburg gegen Eintracht Frankfurt. Nullnummer. Habe ich auch nichts von gesehen? Habe ich was verpasst? Einen guten Torwart. Ja, Marvin Hitz mit einer glatten Note 1 hat, wie gesagt, den Punkt festgehalten für Augsburg. 3 in der zweiten Halbzeit, 300%ige Chance für die Eintracht. Ja, überragend gehalten, kann man nicht anders sagen. Also ich konnte es vom Fernseher teilweise nicht glauben. Spätestens bei der dritten Szene habe ich einfach nur noch Kopfschütteln langsam. Dann wusste ich auch, die können jetzt heute auch noch 20 Mal auf das Tor da ballern. An dem kommen die heute einfach nicht vorbei. Also es war schon krass. Ich persönlich muss sagen, es war das beste Eintracht-Spiel, was ich seit Wochen gesehen habe. Also spielerisch. War ja auch Winterpause. Ja, genau. Besser als die zweite Halbzeit letzte Woche? Gegen Wolfsburg? Ja, doch. Das war spielerisch wirklich... Hat mir das einigermaßen gefallen. Ich finde auch der neue Marco Fabian, der für Seferovic jetzt, der ja gerügt wurde und offensichtlich seinen Stammplatz verloren hat. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch mal jetzt groß spielen wird. Der hinter die Spitzen ist. Meier nach vorne ins Sturmzentrum, wie er auch schon bei Schaf gespielt hat. Meier war im Prinzip wieder Note 5. Irgendwie in der ersten Halbzeit 3 Ballkontakte gehabt. Hätte aber, wie gesagt, auch fast wieder das Tor geschossen. Also es ist einfach so, wenn er nicht trifft, ist er nicht da. Wenn er trifft, ist er der Gott. Und Marco Fabian, muss ich sagen, das ist ein Transfer, der mir richtig gut gefällt. Also der Typ, hast du gesehen, hat spielerisch echt was auf dem Kasten. Das siehst du daran, dass er die beschissenen Anspiele seiner Mannschaftskameraden irgendwie verarbeiten kann und einfach eine sehr enge Ballführung hat, technisch wirklich ist, schnell ist. Und was mir gut gefallen hat, sich nicht versteckt, der will die Bälle, der fordert die Bälle, der rennt überall hin, sagt, komm, spiel mich an. Und das ist etwas, was der Eintracht vor allen Dingen in der Hinrunde total abhanden gekommen ist, weil sich alle versteckt haben, keiner wollte die Verantwortung haben, mit dem Ball was Gescheites zu machen, vielleicht mit Ausnahme von Stendera. Und das gefällt mir ganz gut. Mit Husti auf links, der vielleicht nicht mehr der Schnellste ist und nach 70 Minuten auch abgebaut hat, aber der auch technisch einiges drauf hat, auch die Flanken und die Ecken und Standards schärfer reinbringt. Und ich bin ein bisschen beruhigter, muss ich sagen, nachdem ich das jetzt so gesehen habe, auch wenn noch längst nicht alles gut ist. 4 Punkte aus 2 Spielen. Also kann man sich, glaube ich, wirklich nicht beklagen, auch du nicht. Ja. Will noch einer von euch was sagen? Nö. Ist alles gesagt. Ne? Alles okay. Gesagt, ne? Bremen gegen Hertha, 3-3. Spektakel? Das war ordentlich. Ja. Ich habe bei dem Spiel habe ich tatsächlich auch nur die Zusammenfassung gesehen. Klar, Live-Tick halt über Twitter, weil ich habe mir das Ingolstadt-Spiel halt live in voller Länge angeschaut. Und da war so Hertha 3-1 und das war für mich schon so, muss ich gestehen, Hertha diese Saison 3-1, das Ding war eigentlich relativ safe. Aber Bremen mit einer echten, das war ein Akt des Willens. Das war auch angetrieben von Pizarro, der so langsam jetzt wieder so nach ersten Startschwierigkeiten so langsam zeigt, warum sie ihn verpflichtet haben. Ich höre die Magnettafel. Ja, Tobi ist schon an der Magnettafel. Und am Ende verdient. Patrick Weiser hat gesagt, eine Spitzenmannschaft, die zu Recht da oben steht. Mitchell Weiser hat gesagt, eine Mannschaft, die zu Recht oben steht, gewinnt das Ding. Und sind sie noch nicht so recht da oben? Hat er gesagt, ja, anscheinend nicht. Ich meine, das ist ja mit Hertha war ja schon eine Überraschungsmannschaft. Die sind auf Platz 3, oder? 4? 3 oder 4? Oder waren 3 zu, ich weiß nicht, sind sie abgerutscht? Sind jetzt nach 3 sind sie noch. Und wird Hertha jetzt durchgereicht? Nein, das nicht. Das war Hertha wird nicht durchgereicht. Und wieso? Es gab viele, die das prognostiziert haben, weil ja keiner Hertha ansatzweise im oberen Drittel erwartet hat nach der letzten Saison. Aber für Bremen natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Hm. Ich habe mich geärgert, dass ich mit Gunnar nicht hingefahren bin. Er hatte dir extra noch den Platz angeboten. Ja. Ich fand aber das Spiel ein bisschen komisch insofern, als dass Werder eigentlich in der ersten Halbzeit die besseren Chancen hatte.
Aber Hertha hat wieder aus zwei Chancen, beziehungsweise aus zwei halben Chancen zwei Tore gemacht. Und dann in der zweiten Halbzeit hat Werder hat in der ersten Halbzeit noch hier so dieses Vierer-Mittelfeld relativ kompakt gespielt. Dann nach der Pause haben sie hier einfach mal so eine Raute draus gemacht, aber eine Sau-Offensive. Und plötzlich hatte Hertha zig Kontermöglichkeiten, die sie normalerweise blind ausspielen würden. Haben sie nicht ausgespielt, haben Chance plötzlich nicht mehr gemacht. Und dann stand es plötzlich 3-3, weil Werder halt natürlich auch hier eine Offensivpower dann hat, wenn du natürlich fünf Leute permanent vorne drin hast. Muss man jetzt auch über den Trainer reden? Dass er es gut gemacht hat. Über Dada oder über Skripting? Ich wollte eigentlich einen Witz machen. Ich habe gedacht, ich mache mal einen Witz. Bin ja war jetzt eine Woche nicht da, mache mal einen Witz. Hertha nur unentschieden gespielt, muss man da über den Trainer reden, habe ich gesagt. Ach so, ja. Du musst auch erstmal wieder reinkommen, ne? Ja gut, das ist, da fehlen die Automatismen ja. Auch. Das da muss einfach. Ja. Gut. Aber übrigens, ich finde das gar nicht, also für Bremen finde ich, ist das schon krass, weil die haben ja auch mit zwei Toren sogar hinten gelegen und für einen Verein, wo der Trainer so im Fokus auch die ganze Zeit stand, ein Verein, der auch eine schlechte Hinrunde gespielt hat und so, finde ich das dann gegen eine Hertha-Mannschaft, die ja wirklich nun in Topform ist, durchaus beachtlich, dass man da dann nochmal rankommt und das spricht, finde ich, auch dafür, dass das Team durchaus noch hinterm Trainer steht und auf jeden Fall war das auch ein Statement für Skripnik, würde ich mal sagen, ne? Weil es hätte auch ganz easy, hätte man sich abschlachten lassen können, aber hat man nicht. Mitchell Weiser, ne? Spielt der eigentlich Rechtsverteidiger oder spielt der im Mittelfeld? Mal so, mal so. Ja, mal so, mal so, aber jetzt hat er Rechtsverteidiger, glaube ich, gespielt, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Wie seht ihr das? Hat er Chancen auf die EM? Weil Mitbewerber sind ja Emre Can, wurde ausprobiert. Ginter hat in Dortmund jetzt irgendwie, weiß nicht, wo der Piszczek wieder da ist. Dann haben wir, wen haben wir denn noch? Einen habe ich vergessen. Ich sag, Philipp Lahm kommt nochmal. Ja gut, das glaube ich eher nicht. Nee? Wen habe ich vergessen? Das glaube ich nicht. Aber Weiser, Can. Es würde nicht zur Philosophie von Jogi Löw passen. Also wenn Weiser sich jetzt bei den Bayern hätte beweisen müssen, dann wäre das was anderes gewesen. Das war das, was wir letzte Woche besprochen hatten, mit dem sich auch international beweisen, bevor du dann zu den ganz großen Aufgaben kommst. Also Beweiser. International auf Vereinsebene. Ja. Und deswegen, ich glaube nicht, dass Jogi Löw da jetzt kurzfristig noch ein Experiment machen wird. Ja, aber es ist aktuell alles Experiment. Also ein Emre Can, der hat wie viel? Also die Position, ja. Drei Spiele oder so gehabt auf der Rechtsverteidigerposition, ne? Der Ginter, gut, der gehört schon länger zum Kreis, aber als Rechtsverteidiger eigentlich auch nicht vor der WM jetzt quasi erst durch den Rücktritt von Lahm. Vorher hat er da keine Rolle gespielt. Mhm. Bei der WM hat da Mustafi gespielt, dann hat er irgendwie Hövedes oder was? Nee, Lahm, Entschuldigung, gespielt. Also. Aber ich glaube, damit hast du es auch schon beantwortet. Ich glaube, aus dem Kreise derer, die er da schon getestet hat, ob das jetzt Mustafi oder Ginter oder so, ich glaube, ich kann mir irgendwie auch nicht, so wie ich Yogi kenne, glaube ich nicht, dass da jetzt noch jemand komplett Neues reinkommt. Weil er will ja auch erstmal über einen längeren Zeit, wieso lachst du denn da so? Dass er dann ich stelle mir nur gerade vor, wie ihr zusammensitzt, nach dem Frühstück ein paar Nivea-Produkte ausprobiert. Ich kenne Yogi ganz gut. Ja, ist ja. Wir teilen uns die gleiche Creme und den gleichen Schal. Aber ja, also ich könnte es mir vorstellen. Also ich weiß nicht. Glaube ich nicht. Das Problem ist, Hector hat am Wochenende im Mittelfeld gespielt. Ja. Can spielt Mittelfeld. Ginter hat am Wochenende auch Mittelfeld gespielt. Wobei aber Ginter, Hector ist ja Linksverteidiger. Der ist, denke ich mal, für die Rechtsverteidigerposition raus. Aber Ginter hat klasse Rechtsverteidiger bei Dortmund gespielt. Ja, aber das ist natürlich auch eine Frage, wenn die ein halbes Jahr jetzt im Verein was anderes spielen, wenn Hector weiter Mittelfeld spielt, wenn Ginter weiter Mittelfeld spielt, dann schauen wir mal. Hector hat jetzt ein Spiel gemacht auf der 6, ne? Und das ja. Auch gegen Wolfsburg. Ja. Vielleicht war das auch einfach taktisch. Muss man nicht ernst nehmen, nicht? Muss man nicht ernst nehmen. Sebastian Jung hat eine klasse Partie gespielt am Wochenende. Aber ich glaube, für den ist auch der Zug abgefahren. Der Chat schmeißt übrigens Kimmich in den Raum, wo ich sage, das ist als Rechtsverteidiger. Ist zu früh. Das habe ich aber selber, das hatte ich geschrieben heute noch. Aber Kimmich gut, als er hat jetzt bei Bayern jetzt in der Dreierkette rechts gespielt. Nee, es war eine Viererkette, aber er hat zentral gespielt, also halb rechts, aber ist immer nach rechts rausgerückt. Bayern hat es natürlich einfacher, du hast es gerade selber gesagt, internationale Erfahrung auch und er könnte jetzt mehr Einsatzzeit bekommen. Ich weiß nicht, ob er jetzt als Rechtsverteidiger unbedingt rein muss, aber auch einfach als EM-Fahrer würde ich ihn nicht abschreiben. Mhm. Hat er die Geschwindigkeit für die Außen, Kimmich? Ja. Vor allem hat er, und darauf kommt es Jogi Löw ja auch immer an, hat er auch die technischen Fertigkeiten. Also. Ja, das ist, man sieht häufiger mal so Spieler, ich dachte ja auch immer so, der Rode
dass der bei Bayern quasi als Rechtsverteidiger ein bisschen umschult, ja, und quasi als Backup für Lahm die Position auf Sicht übernimmt, aber habe ich mich getäuscht. Weil ich finde, ich hätte gedacht, der hätte es auch irgendwie auf der Position packen können, aber. Was ist denn mit Durm? Erik. Der ist auch raus ein bisschen, war lange verletzt, ne? Der hat jetzt aber auch gespielt. Wieder gespielt, hat jetzt auch nicht besonders stark gespielt am Wochenende. Ja. Na gut, nach so aber ist lange ein Name verletzt. Natürlich, genau, das ist der Name wahrscheinlich, den wir gerade vergessen haben aufzuzählen. Ja gut, man wird sehen, was Yogi sich da einfallen lassen wird. Es wird bestimmt spektakulär. Wir wissen, dass es Kevin Großkreuz nicht ist. So viel wissen wir. Es kommt kein weiteres Tattoo auf der Schulter dazu. Das hat sich gereimt. Darmstadt gegen Schalke 0-2. Habe ich auch nicht so viel gesehen. Für mich eigentlich von Schalke souverän runtergespielt. Mhm. Ja, konnte nicht viel meckern, außer aber den Rasen. Ja. Gut, in Darmstadt, das ist halt Abstiegskampf in Darmstadt. Alles, ne? Von der Tribüne bis zur Umkleide, bis zum Rasen ist alles Abstiegskampf. Aber unterm Strich so, das Spiel, finde ich, gibt jetzt nicht, also Darmstadt, wurden die Grenzen aufgezeigt und Schalke hat es wirklich routiniert runtergespielt. Ja. Auch da haben wir ja letzte Folge noch so eine geile letzte Folge, Bundesliga. Da haben wir ja noch drüber geredet, über Breitenreiter. Mhm. Und der ja auch sehr ihr kritisch. Wart das. Ja, wir waren. Das hat aber weite Wellen geschlagen, hohe Wellen geschlagen. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall, der war ja auch kritisch beäugt und ja auch die sogenannte Sitting Duck Horst Held. Lame Duck. Lame Duck, sagt man, ne? Nicht Sitting Duck. Ja. Egal, auf jeden Fall. Aber sie könnte auch sitzen, also es schließt sich nicht aus. Ja. Kommt das zusammen, weil sie lame ist, kann sie auch nicht mehr stehen oder so. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass auch hier ein Verein, der jetzt in letzter Zeit viel im Feuer der Presse war, sich ein bisschen freigeschwommen hat und auch mit einer richtig guten Leistung. Also klar, man kann sagen, nur gegen Darmstadt, aber da haben sich auch schon andere Vereine schwer getan. Gerade in Darmstadt, die beißen und kämpfen und unangenehm zu spielen sind, hat sich Schalke, finde ich, auch spielerisch ganz gut durch den überragenden Max Meier. Ich denke, du wolltest. Im Prinzip haben sie genau diese Tugenden gar nicht aufkommen lassen, fand ich. Nee, aber ich würde jetzt auch nicht das zu hoch hängen. Also es ist Darmstadt und das war hauptsächlich eine Co-Produktion von Meier und Sané, die ja beide Tore unter sich ausgemacht haben und auch wirklich Sané zwei richtig geile Laufwege vor den beiden Toren, kann man sich mal angucken. Ja. Gut, kannst du ruhig. Aber ich hab Sané gekauft bei Comunio, wollte ich sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie sich jetzt zum Champions-League-Favoriten aufgestiegen sind. So. Das war halt ein okayes Spiel. Sie haben es halt spielerisch ganz gelöst, hatten ihre Probleme mit dem Rasen, hatten auch, glaube ich, nur 70% Passgenauigkeit, was ein relativ geringer Wert ist, wenn du 65% Ballbesitz hast. Nein, es waren 71, ich habe nochmal nachgerechnet. Ja? Hast du nochmal nachgezählt, kurz im Kopf? Ja. Gut, also die Frage ist nur, wie lange wird Sané bei Schalke bleiben? Ja, bis gut, also Sommer vermutlich. Bis Sommer mindestens. Bis Sommer, also wird jetzt, wenn es nach der Gerüchteküche geht, eigentlich schon im Sommer sicher verabschiedet nach Barcelona. Lange war auch kurioserweise, dass sich das Gerücht gehalten hat, Rasenballsport Leipzig. Das finde ich auch so krass. Im Gespräch. Aber Rangnick hat selbst gesagt, okay, der Spieler ist außer Reichweite. Was ich eigentlich meinte, ist, dass wir vor ein paar Jahren ihn auf dem Zettel hatten. Und es ist lustig, dass ein Ralf Rangnick einschreiten muss und sagen muss, ey Leute, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass wir schon so weit sind, dass wir den Sané kaufen. Weil viele Leute haben tatsächlich argumentativ auch hinterlegt, warum das sein könnte. Aber er hat, ich habe das auch gelesen, und er hat aber das schon so formuliert, dass man sich ernsthaft mit ihm beschäftigt hat. Aber als man dann gehört hat, welche Vereine an ihm interessiert sind, hat man gemerkt, dass er in Gehaltsdimensionen ist, die sie jetzt nicht stemmen können. Also klang ja schon so, okay, schauen wir uns dieses größte Talent, was in Deutschland gerade rumläuft, mal an für die zweite Liga. Was, Real Madrid? Ah ja, okay, dann nicht. Ja, gut, und Davy Selke hat auch Argumente gehört, die ihn überzeugt haben. Gut, also, aber ich, was ich... Warum lachst du da so? Das ist denn so lustig? Ich bin, weißt du, wieder lustig. Mehr als wir? Immer wenn du so lachst, geht in deinem Köpfchen irgendwas vor sich. Na, sag. Oh. Was hast du da, was weißt du über Davy Selke? Drei Affen klatschen im selben Rhythmus höchstens. Nein. Wo waren wir? Ja, ja. VfL Stuttgart, HSV. Nils. Ja, das habe ich tatsächlich ganz gesehen. Oder zumindest, lustigerweise habe ich das gesehen bis kurz vor dem 1-1. Und dann musste ich, als ich dann wiederkam, habe ich ein Ergebnis gecheckt und 2-1. Und dann habe ich mich sehr geärgert, weil das Siegtor für Stuttgart ja relativ spät gefallen ist. Ich habe die beiden letzten Tore aber verpasst. Aber davor habe ich einen sehr, sehr erschreckend harmlosen HSV gesehen. Ich habe eine deutlich bessere Stuttgarter Mannschaft gesehen. Das hat mich ganz stark an die letzten beiden Jahre erinnert, was der HSV da gespielt hat. Hat mir ganz große Sorgen gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Ich war immer skeptisch, auch als sie mit 22 Punkten
vor 5 Spieltagen oder 21 Punkten vor 5 Spieltagen mal ganz gut dastanden, habe ich nie gedacht, dass es eine ruhige Saison wird. Hochverdienter Sieg, muss man sagen, für den VfB und der HSV macht mir ein bisschen Sorgen. Tobi, du hast was zu sagen, ne? Nee, ja, ich habe nur genickt, weil ich war beim Spiel, bin ich rein zufällig aufs Klo gegangen. Ja. Dann ist das 1-1 gefallen. Und ich bin wiedergekommen und habe gedacht, was ist jetzt hier passiert? Der HSV hatte seit einer Stunde keine Chance mehr, so in etwa. Wie schlecht war Jean-Pierre Lasogga? Guck mal, alle hacken immer auf Lasogga rum. Ich bin der Meinung, ohne Lasogga ist der HSV der torungefährlichste Club der Welt. Sobald Lasogga fehlt und da vorne ein Shiplock oder ein Olic oder ein Rüdnefs ist, ist da ein schwarzes Loch da vorne, ist meine Meinung. Der Lasogga hat sicherlich seine Schwächen, so, er ist nicht der filigranste Fußballer, aber wenn ich den Lasogga am Ball sehe in Tornähe, habe ich zumindest das Gefühl, oh, da könnte mal was passieren. Ein Konter entstehen. Nö, ich finde Lasogga nicht so schlecht, wie viele sagen. So ist, guck mal, Ralf lacht wieder. Willst du jetzt mir widersprechen? Nein. Was ist denn mit Drimic jetzt? Oder kommt das gleich erst? Ja, wir können ja gerne noch drüber reden. HSV hat Drimic verpflichtet, nachdem man jahrelang schon an ihm interessiert war. Schon als er aus Nürnberg damals gegangen ist, glaube ich, war man schon so ein bisschen interessiert. Dann wollte man ihn aus Leverkusen haben, hat nicht geklappt. Gladbach hat richtig viel Geld auf den Tisch gelegt, verwunderlicherweise, weil er sich in Leverkusen nicht durchsetzen konnte. Und in Gladbach ist er auch gescheitert und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt ist er tief genug gerutscht, dass er zum HSV gekommen ist. Ich finde Drimic einen interessanten Spieler, weil ich denke, dass er spielstark ist. Ja, er ist im Gegensatz zu Lasogga technisch, denke ich, recht begabt und ich fand ihn immer sehr gut. Alter, guck mal, mit Grafik. Hier los? Ja, ist doch nice. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe immer viel von Drimic gehalten. Er hat sich jetzt weder Leverkusen noch Gladbach durchsetzen können, hat mich ein bisschen gewundert. Ich denke, dass es ein guter Transfer war. Ich hätte ihn auch die letzten Jahre schon gern beim HSV gesehen. Ich hoffe, dass er den Abwärtstrend stoppt und bei uns zündet. Ich finde, 1,2 Millionen ist auch eine amtliche Leihgebühr. Was? Du, ich soll aufhören, ne? Zu viel? HSV, zu viel? Zu viel HSV? Aber ich wurde gefragt. Ich will dann auch noch mal eine ganz kurz was testen. Bitte? Enes Benhatira wurde heute von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Ja. Ha! So. Wie geil ist das denn? Ja, guck. Also Guckst jetzt du, ne? Nicht der Transfer an sich, der ist völliger Schwachsinn, aber dass wir diese Grafik haben, ist geil. Ich möchte natürlich auf deine Frage eingehen. Ohne Lasogga wäre der HSV in beiden Jahren abgestiegen. Im ersten Jahr war es die Kombination mit Van der Vaart, im zweiten Jahr mit Çalhanoğlu. Ja. Drimic hat in Nürnberg wahnsinnig gebombt, richtig, richtig stark gespielt. Ist er natürlich jetzt bei zwei Vereinen gewesen, die etwas andere Ansprüche haben und wo das Spiel auch nicht unbedingt nur auf ihn abgestimmt ist. Und das ist dann vielleicht etwas schwierig für ihn gewesen, sich da zurechtzufinden. Und jetzt hat er beim HSV halt die Möglichkeit zu zeigen, was er kann. Grundsätzlich, nochmal, beim ersten FC Nürnberg hat er gezeigt, was er kann. Es würde dem HSV sicherlich weiterhelfen, wenn da noch jemand wäre, der ab und zu mal das Tor trifft. Ja, vor allem, weil Lasogga hat diese Schulterprobleme, immer mal wieder Ausfälle. Wenn er noch mal unglücklich fällt, fällt er für den Rest der Saison aus. Das weiß man und dann ist schwarzes Loch. Es ist keine Torgefahr vom HSV zu erwarten. Man hat einen Ilicevic, der auch mit einem halben Kopf schon woanders ist, der sehr ineffizient spielt, meiner Meinung nach, der Fähigkeiten hat, die dem HSV helfen, aber der nicht die Torgefahr ist, so ein bisschen wie Piet Räuper früher. So, ja, viele Dinge super, ja. Aber das mit dem Tore schießen klappt irgendwie nicht. Ja, und dann wird es langsam dünn, den Müller noch. Gut, aber egal, so. Wir haben viel über den HSV geredet. Ihr seht, ich habe viel zu sagen zu dem Thema, aber ich zügel mich jetzt. Noch Wolfsburg-Köln, jemand? Wir müssen weitermachen. Wir haben noch zwei Partien und wir haben noch Gäste, deshalb müssen wir so jetzt. So ist es, aber wir sind noch erste Halbzeit, ne? Durchkommen. Ja. So, bei Wolfsburg-Köln, sehr 1-1. Auffällig, sehr viele Ballverluste im Spielaufbau. Fehlpässe noch und nöcher. Fehlpass-Festival. Was hast du gemacht, Eddie? Ich habe mir die Karte in die Nase gehauen. Das war also bestimmt sehr schmerzhaft. Gerade so die defensiven 4-5 unglaublich viele Fehlpässe in der eigenen Hälfte. Und dann Dante, Gustavo, die beiden Brasilianer haben ein bisschen gespielt über beim 1-7. muss man wirklich sagen, Gila Vugi hat mir als einziger ein bisschen positiv gefallen, weil ich ihn bei Comunio habe. Draxler war auch stark. Draxler war stark, Tobi. Ich fand diese vier vorne fand ich auch nicht so stark. Also
man versucht ja jetzt dieses ohne Stürmer-Ding zu spielen, also mit Schürrle und Kruse vorne, weil Kruse ist ja auch kein echter Stürmer, der schwimmt ja da auch immer irgendwo rum. Aber man spielt das nicht so richtig aus, also man lässt die auch nicht zurückfallen richtig und dann passiert halt das, dass in der ersten Linie dann plötzlich aufgebaut wird, vielleicht mal mit einem auch einen längeren Ball und ist dann jemand, der den auffangen kann. Zum Beispiel halt Flügelspiel, Draxler hat schöne Pässe gemacht, aber halt Flanken bringt halt nichts, wenn du vorne niemanden drin hast, der die verwerten kann. Ich fand es dann nachher mit Bendtner und als dann Schürrle rausgegangen ist und Draxler in die Mitte gegangen ist, dann fand ich es besser. Dann ist ja auch das 1-0 gefallen, aber auch das 1-1 ein bisschen später. Wobei das 1-1 von Modeste war echt auch ein Abwehrfehler von Dante. Also hat er auch gut gemacht, ne? Die Situation, aber da war er einfach auch einen halben Meter zu weit weg, hat ihn nicht richtig am Schuss gehindert. Also das war wieder so ein Punkt, wo ich sage, so Dante ist echt auf dem absteigenden Ast, finde ich. Also sage ich jetzt einfach mal so. Gut. War ja mal. Das ist auch eine schöne Bezeichnung. War ja mal. Dante war ja mal. Der war ja mal. Gut. Tim Klose ist abgegeben worden. Was mit Knoche? Für 12 Millionen. Ein Schnäppchen. Respekt. Ja. Gut, aber alles, was auf die Insel wechselt, kannst du einfach mal. Ja, 50 leg einfach nochmal 50% drauf. Ja, man hofft ja, dass Lasogga den HSV restauriert, wenn er dann für 80 Millionen. Zu West Ham geht. Ich glaube, die Halbzeit ist vorbei. Wir haben gleich natürlich noch Bayern gegen Hoffenheim, wo wir ganz kurz drüber reden. Ja, ja, das. Und dann schauen wir jetzt bitte in der Werbepause mal alle ganz eifrig auf Spielverlagerung.de. Nein, auf Transfermarkt.de und checken mal, was sich da noch ergeben hat in den letzten Minuten. Vielleicht steht da tatsächlich noch Ralf Gunesch. Was soll das? Ich mache ein bisschen Quatsch. Warum? Warum nicht? Das ist überhaupt nicht lustig. So, Ralf Gunesch unterschreibt vielleicht noch irgendwo. Wer weiß, ein Handyvertrag, oder was? Irgendwas ist jetzt noch, man weiß es nicht, man muss Spannung aufbauen, bis gleich.